So, letzte Folge hat die Apokalypse begonnen. Dieses Mal machen Pausenklaus, Hallöchen. Asreiter Hallo, seid gegrüßt. und ich knolle weiter. Wir sind am Überleben in Project Zomboid. Genau. Nicht Fenster einschlagen, boah, bist du verrückt. Boah, wobei, es ist jetzt mitten in der Nacht, ich sehe in meinem Haus gar nichts. Ja, es ist fürchterlich dunkel. Ja, wie ist das mit Schlafen? Kann man jetzt hier im Ein Stuhl wenig schlafen? Eben ungemütlich. wollte das nicht. Ah, geh da vorbei. Schlafen? Bist jetzt nicht müde genug, um zu schlafen. Will er nicht. Ach so, ich bin ja Nachtwächter, ne? Oh, hier ist ein Laken drin, das nehme ich Ja, dann gerne kann ich noch ein mit. bisschen was erforschen gehen hier, Aber aber. apropos Hunger, ich glaube, ich habe Kaffee. Nee, warte, ich gucke jetzt erstmal. Kategorie, danach ordne ich erstmal. Das ist wichtig. Ich habe ein Fertiggericht, Erdbeeren, Chips, Orangenlimonade und Mais. Das ist doch magerer, als ich dachte. Okay, ich Okay. muss gerade mal kurz ein bisschen was anderes lesen, weil ich habe ziemliche Langeweile. Ah, super weg. Also ich habe Baumstämme ohne Ende hier liegen und eine Axt wäre noch das, ne? Oder was brauchtest du? Na, Axt wäre Baumstamm. total super, ja. So, ich gehe jetzt erstmal. Oh ne, da sind Zombies. Da gehe ich nicht hin. Ich gucke jetzt mal, ob hier eine Tür auf ist. Nein. Ah, da ist die Rezeption. Oh Gott, sind da viele Zombies. Oh, hier ist dunkel, hier sehe ich nichts. Aber da Die gibt's einen haben sogar Lichtschalter, Wifi. oder? Das Motel hat Wifi. Okay, ich mache mich dann so langsam mal auf in Richtung. Also eine Säge habe ich schon mal gefunden. Schraubenzieher und Nägel auch. Oh, hier ist eine Vielleicht Tankstelle. findet sich ja noch ein Bin ich immer noch Dingens. richtig? Tankstelle? Mit dem Dinosaurier? Oh, Taschenlampe, 2 Stück, cool. Boah, das Pausenklaus? weiß ich gerade nicht. Dann Tankstelle geht sagt mir jetzt nichts. ein Weg, dann ist so eine Kreuzung halt. Von einer vierspurigen und einer zweispurigen Straße. Also Tankstelle kommt mir jetzt spontan nicht bekannt vor. Aber neben dem Hotel ist das. Und dann, wo seid ihr lang gegangen? Nach oben links? Oben links, ja. Okay, dann ist das hier, glaube ich, richtig. Ich bin immer noch hungrig, ich habe vergessen zu essen. Auch gut. Oh, Lichter sind ausgegangen, seid ihr verrückt? Okay. Komm, ist eine Vierteltüte Chips. Oben rechts ist irgendwie eine Bank. Im Haus. Und da kommt noch eine Kreuzung mit einer Straße mit zwei gelben Streifen. Wo muss ich da lang? Auch gerade nach oben links weiter. Also ich habe mich immer oben links gehalten. Ja. Okay. Also nicht nach unten laufen. Oh, ich habe immer noch keine Hosen an, ne? Das sollte ich vielleicht mal ändern. Also hier liegt ein Zombie tot auf der Straße, das sehe ich. Weiß ich jetzt nicht, ob Direkt der. auf der Kreuzung. Naja, guck mal, das sieht besser aus. Ich bin schon überladen, so ein Shit sehe ich gerade. Ein Brett ist dabei als Waffe. Aber eine Axt habe ich noch nicht gefunden. Ein Spaten, wie gesagt, gibt's hier. Hey, hier springen die Zombies über den Zaun. Links steht eine Laterne, die sehe ich einfach so im Dunkeln. Oh, das war knapp, glaube ich. Habe ich denn überhaupt noch eine Bandage? Schmutziger Stoffetzen, ne? Das war klar. Wie hast du die Bandagen hergestellt? Eine Hose zerrissen. Oder ein Pullover jetzt. Okay. Da habe ich Stofffetzen draus gekriegt. Ja, daraus mache ich Bandage, also daraus, ich bandagiere mich mit denen. Ah, okay. So, wir brauchen nur noch einen Grill. Die Holzkohle habe ich schon gefunden. Sauber. Fern Unterkörper. Aber eine Axt in einer Holzfällerei habe ich noch nicht gefunden. Ah, Auch ich bin schön, da ne? nur gekratzt, ich blute da nicht mehr. Muss ich mich dann immer noch bandagieren? Weiß ich nicht. Also die Schmerzen sind immer noch geringfügig. Ich habe ein Päckchen mit Tomatensaatgut gefunden, also wir können schon mal was anpflanzen. So, ich bin jetzt an irgendeinem Einkaufszentrum mit einem riesen Parkplatz und bin gerade auf eine vierspurige Straße gekommen. Okay. Okay, soll ich nochmal zurückgehen? Die Nee, nee. vierspurige Straße hat zwei Streifen, gelbe Streifen in der Mitte, die weiter auseinander liegen, oder? Ja, genau. Ja. Da bin Nee, ich wenn nach rechts ich. gegangen bis zu einer Tankstelle. Oder nach links, glaube ich, war es dann von dir aus, ne? Also ich laufe jetzt gerade nach rechts oben.
Okay. Wenn du am Hotel vorbeikommst, dann die nächste Straße links oben, bin ich lang gegangen. Okay. Ist das richtig? Weil du bist ja gerade von irgendwo gekommen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Richtung Holzfäller. Jetzt kommt hier eine jetzt kommt hier eine gelb, eine weiße durchgezogene Linie, also zwei weiße durchgezogene Linie. Ich bin nach rechts hochgegangen und bin irgendwann links abgebogen. Allerdings, so weit nach rechts oben muss man, glaub, gar nicht, weil ich nachher wieder durch so eine andere Straße wieder nach unten links hier weitergegangen bin. Rechts ist ein Gelände mit einem weißen Zaun. Weißer Holzzaun. Ja, da war was mit weißer Holzzaun. Ich gehe mal gerade gucken, was da so ist, weil hier sind keine Zombies mehr. Oh ja, da liegt ein Holz. Da liegt Holz. Da liegt ganz viel Holz. Oh, ich glaube, ich habe ein Gelände für Holz gefunden. Hier sind McCoy Logging. Ja, da bist du richtig. Das ist das Holzfällerlager. Genau, da bist du auf dem richtigen Weg. Ich bin jetzt hier auf McCoy Logging. Ja, da kommt erst ein Schild und nachher kommt noch ein zweites Schild, glaube ich. Nee, oder bist du schon auf dem Lager? Ich bin rechts abgegangen, da ist ein Lager, da sind ganz viele Baumstämme. Okay, ich habe jetzt Durst, dann gehe ich mal gerade an Wasserspender. Kann man in den Container reingehen? Das wäre natürlich genial. Obwohl, den Wasserspender nehme ich nicht, hier war irgendwo eine Toilette. Sunstar Motel. Ja, genau, da war ich. Dann eine Straße weiter, also zur Tankstelle, oder wo ein Dino drauf ist, und da bin ich links. Okay. Und da kommen dann ein paar Zombies, und dann irgendwann müsstest du mich finden. Wenn wir in der Zeit Crafting gucken. Oh, das ist Zombie-Mist. Kann ich doch nicht im Crafting gucken. Ah, okay, ja, ich bin an der Straße angekommen. Ich laufe jetzt links. Mhm. Und dann kommt dann irgendwann eine Kreuzung. Da musst du auch noch weiter nach oben. Ah, da. Ich hab Zombies hinter mir. So, trinken geht hier auf jeden Fall noch. So, hier liegt ein toter Zombie mitten auf der Straße. Mitten auf der Kreuzung? Ja. Da war ich. Du bist richtig. So. Ich habe das erste Gebäude gerade verlassen und suche jetzt weitere. Oh, hier ist ein Picknickplatz. Oh, das ist eine tolle Firma hier wahrscheinlich. Ja, okay, ich bin gleich da. Ich bin da, wo ich gestern auch abgebogen bin. Ich bin jetzt quasi auf dem Feldweg, der genau zum Haupttor führt. Okay. Warte. Du bist abgebogen? Lauf mal die Straße weiter hoch. Ich weiß nämlich nicht, wo lang. Du warst doch schon an der Holzfällerfirma. Ja, aber erst Hilfe benötigt. Ja, aber das ist nur so ein Lager mit weißem Zaunraum. Ein kleines Lager nur? Dann war es das nicht. Also ein großes Lager ist es in dem Sinne. McCoy oder so, wie hieß er? Keine Ahnung. Genau. Ja. Ja, da bist du schon richtig. Da gehen wir hin. Ach so. Ja, ich hab gesagt, das ist falsch. Nein. Weißer Zaun ist gut. Stacheldrahtzaun, oder? Nein, weißer Gartenzaun. Weißer Gartenzaun. McCoy, Logging und Co. Genau. Ja, das steht auf den Containern drauf. Da sind zwei Stück. Also ich lauf gerade an einem Schild. Ja, da musst du gucken. Da ist ein Gebäude offen. Das ist ein relativ großer Komplex. Der ist weiter links unten sozusagen. Ich gehe ganz langsam jetzt nur, weil... Ich bin quasi am Haupttor und kletter jetzt quasi über den Zaun. Ich muss gerade meine Bandage finden. Wo ist meine Bandage hin? Ich muss hier Stoff fetzen. Ist der weiter oben? Nein. Ach, der ist ja unter anderen. Ich bin jetzt sortiert. Aber egal, trotzdem finde ich nicht. Ich guck mal, ob ich da irgendwas anderes noch aufkriege, aber bis jetzt war es negativ. Ah, ich hab Nägel gefunden. Ich kann im Zaun nach Nahrung suchen. Was? Ich suche da mal gerade im Zaun nach Nahrung. Warum auch immer man im Zaun nach Nahrung suchen sollte. Ja, so ist das, ne? Ist hier noch ein Wohnhaus jetzt oder hab sowas? Jetzt habe ich einen Zombie gekratzt. Oh, Mist. Oh, du bist bei der Logging-Firma und da ist ein Zombie? Ja.
Das ist sogar mehr als nur einer, das sind zwei oder drei. Na, hier gibt's gar keine Zombies, dann bist du doch woanders. Das ist direkt am Lager. Oder sind die dir gefolgt? Nee, die standen hier am Zaun rum. Also hier ist ein riesiger Hof zum Beispiel, wo weiße Streifen drauf sind. Ich geh jetzt mal auf das Gelände, okay? Ja. Hier ist dann so ein paar Holz... paar Holzstapel, die gesichert sind. Okay, ich guck mal gerade, ob ich langsam in die... Da sind Pylonen auf dem Parkplatz auch. Ja, mit Holz nebenan, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, da bin ich eigentlich auch, aber es kann natürlich sein, dass hier ganz viele Stapel an vielen Stellen liegen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Das sind zwei große, so für ein, mit so einer Plane drauf für einen LKW, so McCoy Logging Co. steht da drauf. Ja, da. So, ich muss das gerade... Ach, hier unten, da ist ein Stachel da drauf, den sehe ich jetzt gerade. Kann man über den drüber klettern? Die rechten Gebäude, die waren eigentlich zu. Die rechten Gebäude. Hier ist ein Gebäude, hier ist ein Container mit zwei Stühlen und Tischen davor. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß der Komplex wirklich ist. Also sind viele Gebäude, genau. Es stehen auch Container auf dem Hof, wo dann auch Pylonen dran sind. Da ist eine offene Tür. Das ist so ein kleines Eingangshäuschen. Na, ich glaube, ich habe jetzt den Eingang gefunden. Ist die Tür offen? Mhm. Da war ich gerade schon drin. Da ist so ein Überwachungsding oder so, ne? Mhm. Okay, pass auf, dann warte da mal, dann komme ich wieder runter. Nach rechts oben? Ich bin nach rechts oben gelaufen. Okay, dann gehe ich wieder runter. Also einfach den Weg quasi. Ich brauche aber unbedingt erste Hilfe. Okay. Okay. Ich habe schwere Verletzungen. Und du hast keine Bandagen mehr? Doch, aber ich bin bandagiert, aber sieht aus, da bist du. Stärke und Geschwindigkeit reduziert. Ihr beiden habt euch gefunden. Ja. Okay. So, brauchst du was zu essen? Ich hab auch selber kaum was. Brauchst du was? Was zu trinken? Zu nicht essen alles, hab ich nicht alles trinken. Das löscht den Durst gut. Ah, wow. Im Spiel zumindest. Ich will es weiß jetzt noch nicht. Grad. Pass auf, ich mach mal medizinisch Untersuchen bei dir, ob ich irgendwas tun kann, aber ich glaube nicht. Untersuche ich mal. Moderate Verletzung. Ja. Oberkörper, verdreckte Bandage. Hast du auch. Jetzt habe ich das gerade verdreckt geworden. Die tausche ich eigentlich immer aus. Oder kann man die direkt säubern? Sagen wir mal hier, also nach oben bin ich gegangen, da ist nichts mehr. Warte ich. Also ich bin mitten auf dem Hof von dieser Holzfirma. Ah, wo ist mitten auf dem Hof? Das ist jetzt die Frage. Ja, da sind rechts zwei Gebäude und links ist ein großes Gebäude. Da sind grüne Türen drinne, Rolltore drinne. Du bist viel schneller, weil ich verletzt bin. Oh. Ich bin alt. Ach so, ich wollte was trinken, ne? Ja, aber nicht alles. Ich glaube, ihr seid wenn woanders oder das Gelände ist wirklich so groß, dass ich nicht weiß. Rechts oben ist eine Laterne. Aber da geht's nicht weiter. Ah, Orangenlimonade. Ein Viertel Liter trinken. Yay, das hat funktioniert. So, Erdbeeren. Bei mir ist eigentlich alles okay, nur die Gesundheit spielt nicht gerade so mit. Bandage anlegen, linker Unterarm. Tja. Unterkörper. Oh. Unterkörper, danke. Wo bist du? Stehst du noch dahinter? Ich stehe da, wo ich gerade noch. Jetzt habe ich schwere Verletzungen. Oh. Hast du irgendwelche Painkillers oder sowas? Warte, ich guck mal gerade in meinen Rucksack. Ich habe Antidepressiva. Nee, das brauche ich nicht. Habt ihr schon die Häuser hier unten nachgeguckt? Die Toilettenhäuschen? Ja, das zum Beispiel. Das. Nee. Vielleicht ist ja was drin, was man brauchen kann. Ich bin wahrscheinlich in einen anderen Eingang reingegangen wie ihr oder sowas, kann das sein? Oh, ich hab einen Zombie gefunden. Zombie. Also, ich versuche den mal zu verprügeln. Ich helfe dir lieber nicht, weil nachher treffe ich dich. Oder du mich. Du musst immer noch auf den drauf einhauen, glaube ich. Guck, er lebt. Okay, ich habe eine neue Werkshalle gefunden jetzt. Oh, hier ist ein Müllsack. Den nehme ich erstmal mit. Oh. Warst du hier schon drin? Nee, da war ich noch nicht drin. Hast du beim Toilettenhäuschen geguckt? Ja, da kann man nicht rein.
Ja, hier hat man schon mal. Oh, hier ist ein Wasserspender. Ein Wasserspender hatte ich, da war ich. Aber da müsste die Tür vor dem Raum auf gewesen sein und daneben war eine Küche bei mir. Ist hier noch irgendwas in den Aktenschränken? Kugelschreiber und Stift als Waffe. Mhm. Ja. Lass ich mal da. Was hängt hier an der Wand? Kann man das? Nein. Okay, den Zombie habe ich getötet. Ja, sieht man auch. Hast du mitgenommen, was er hatte? Oh, nee, ich habe nicht reingeguckt. Ich habe eine Axt gefunden. Du hast eine Axt gefunden? Ich habe eine Axt gefunden. Aber jetzt muss ich erst umschichten. Ich bin schon so schwer, dass ich jetzt was weglassen muss. Kostenlose Bandagen. So, ich habe Päckchen mit Tomatensaatgut gefunden. Wo ist es? Brett? Warte mal, wenn ich doch jetzt hier einen Wasserspender hatte, kann ich doch bestimmt auch... Ich habe das Gefühl, ich sterbe langsam. Kann ich doch bestimmt alle schmutzigen Stofffetzen reinigen, oder? Also Knolle und ich, wir sind am unteren linken Ende des Geländes, vom Zaun her. Ja, okay, ich guck da, dass ich die Richtung auch einschlage. Ich muss aber erstmal gewichtlos werden, weil ich viel zu schwer bin. Bring auf jeden Fall die Axt mit. Ja. Die drei Bretter sollte ich vielleicht auch erst an der Seite legen, dann könnte das vielleicht was werden mit der Schwere. Ich habe einen abgeschlagenen Stein. Hast du beim Zombie irgendwas gefunden, Knolle? Ja, Stoff. Also nur Stofffetzen und sowas halt. Wir sind übrigens bei 17 Minuten. Ja. Ja, wir sind auch sicher einigermaßen. Ja, ich guck ja, so, dass prinzipiell ich... Prinzipiell ist das Gelände nicht schlecht hier, ne? Ja, denke ich auch. Es ist weitläufig. Wo bist du jetzt lang gegangen? Wieder Richtung Toilettenhäuschen. Hm. Auf der anderen Seite war nichts mehr. Ja, da waren nur diese zwei Container, ne? Ja. Da war ich am Anfang auch. Hast du hier rechts die Container geguckt, neben diesem Wachhäuschen? Nee, ich glaube nicht. Warum denn? Könnte ja nur was drinne sein. Ach ja. So. Ich habe nur Axt gefunden gehört. Bin direkt losgelaufen. So, hier gibt's wieder einen Aufenthaltsraum. Oh, ich möchte immer selbst zur Tür laufen, aber das macht er von alleine, wenn du rechts klickst drauf und, ne? So, ich gehe jetzt nach rechts oben. Ich habe graue Farbe gefunden. Und ja. Das? Rechts oben? Ja. Hier ist ein Wasserspender. Komm ich zu euch. Ja, ich hab den Ast noch nicht gefunden. Oh, ich muss was trinken und da war ein Wasserspender. Aber hier gibt's bestimmt eine Toilette, die nehme ich erstmal lieber. Der Wasserspender geht vielleicht auch, ne? Wenn keine Wasserleitung ist. Jetzt bin ich auf dem Außengelände wieder hier. Auf dem Außengelände? Ja. Was ist denn da so in der Nähe aus Holzstämme? Das sind zwei grüne Rolltore mit zwei Pylonen davor und da ist so ein kleines Gebäude vor der großen Halle sozusagen. Ah, warte, die Halle war doppelt etagig, fällt mir gerade ein. Und da rechts sehe ich was. Container wieder. Ein Container? Tür besser zumachen, ne? Oder wie war das? Ich glaube, hier sind aber keine Zombies. Logging und Co. Hier ist ein Container mit Garagen. Da ist Pausenklaus. Hier hinter den Holz. Ah, da. Ah, perfekt. Ich glaube, wir sind in der Tat irgendwo anders als dein... Als ich, ja. Gut. Jetzt ist die Frage. Rechts oben geht, ist der Zaun wieder. Genau. Also wir sind auf einem dann doch relativ kleinen Gelände, wo im Prinzip nur so Außencontainer stehen, keine Gebäude. Okay. Und relativ viel Holz. Also ich habe das Holz kann man relativ zu Brettern verarbeiten. Ja, zumindest kann man es irgendwie mitnehmen, ne? Ich würde es aber nicht mitnehmen. Ich glaube, das ist relativ schwer. 9 Kilo, ja, habe ich eben schon geguckt. Jetzt müssten wir aber doch relativ in der Nähe irgendwie sein, ne? Das ja, wahrscheinlich, ne? Irgendwie. Hast du die andere Garage schon aufgemacht? Nee. Okay, dann gehe ich da mal hin. Der Raum ist leer, aber da ist, glaube ich, noch eine Tür. So, ich kann kaum noch rennen. Hohe Anstrengung. Ringfügig verletzt. Erste Hilfe benötigt. Geschwindigkeit und Genauigkeit reduziert. Schmerzen. Also, ich spring hier mal über den Zaun und guck mal, was ich auf der anderen Seite finde. Beste Stift. Du springst über den Zaun hier rechts, geht los. Ah, warte. Weiter rechts oben ist ein relativ großer Parkplatz, glaube ich. Ah, da muss ich da mal hin.
Ah, da ist ein Zaun. Ja, grüne Rolltore. Ich habe grüne Rolltore gefunden. Okay. Also ah, da ist ein Weg raus, ne? Rechts oben Knolle, ja. Da geht der Weg raus. Und dann geht der Weg hoch. Ich höre einen Hund. Ja, das ist aber, glaube nur... Ich glaube, da unten ist einer an den grünen Rolltoren. Kann das Pausenklaus gewesen sein? Zwei Pylonen in der Mitte? Ja. Ich komme jetzt um die Ecke. Um welche? Da ist er. Ah, ja, wir haben uns gefunden, cool. Super. Nicht schlagen und nichts machen. Knolle, also links, Knolle links ist auch irgendwo. Was braucht Knolle jetzt? Erste Hilfe. Links sind Zombies am Straßenrand. Ich gehe dann über die Wiese. Wo ist Knolle denn? Über die Wiese, dann läufst du genau auf uns zu. Ich guck mal, ob ich das sehe schon. Ja, da oben seid ihr. Gut, wunderbar. Ich guck mal, ob ich mit meiner ersten Hilfe... Wo kommen Zombies? Rechts? Drei Stück. Boah. Vier Stück, fünf Stück. Ich weiß gar nicht, wie ich bewaffnet bin. Ich glaube gar nicht. Doch, einen Hammer hast du doch gefunden, oder? Ja, die Axt habe ich ja auch. Ich bloß mal, ne? Müsste ich mal ausrüsten. So, den ersten habe ich getötet. Oh, der arme Zombie, der will doch nur spielen. Ja, mein Freund. Er muss auch treffen, ne? Du wirst. Eigentlich habe ich nicht so das Verlangen zu kämpfen. Ist da was? Oh, wie kämpfe ich denn, ey? Sag mal einer, wie ich kämpfe. So, ich habe die Bratpfanne in der Hand. Wie kämpfe ich? Steuerung und Linksklick. Linksklick, genau. So, zwei Zombies getötet. Der schubst die dann nur weg, oder wie? Nee, doch, jetzt haut er sie. Aber wir sollten nicht ineinander stehen, weil dann töten wir uns gegenseitig. Ich bin verletzt. Hinter dir ist ein Zombie. Ja. Jetzt mit der Bratpfanne aufs... Hast du? So. Nee, falsche Richtung. Ah, der ist noch da. Hab dann. So, die haben wir getötet alle. Okay. Mit der Bratpfanne. So, ich muss mir jetzt erstmal neue Bandagen ummachen. So, da ist nichts von denen wichtig eigentlich. Achso, die kommen immer noch plündern, ne? Ja, da müsste man mal gucken, ne? Die haben aber nichts Besonderes dabei. So, wo seid ihr? Wo ist Knolle? Warte mal, jetzt, komm hier, Axtfäller. Ablegen, ne? Oder ausziehen, ablegen. Achso, erstmal ablegen und dann fallen lassen. So, da hast du eine Axt. Ja, eine Axt. Und da ist Knolle. Ich guck mir mal gerade Knolle mal. Warte, Knolle, bleib mal stehen. Ich guck mal, ob ich medizinisch irgendwas für dich tun kann. Also Painkiller oder sowas wären schon ganz gut. Obwohl die geringe Verletzung. Ja, es ist ja nicht mehr, ich muss nur die ganze bandagieren. Das ist alles bandagiert, das ist alles richtig bandagiert, ja. Ist auch grün bandagiert, also es ist alles gut eigentlich. Ich gehe gucken, ne? Was so, wir könnten hoch ins Haus gehen und da ist ein Wasserspender auf jeden Fall drin. Weil ich habe schon wieder Durst, weil ich sehe aber gerade, dass ich mich selber erstmal bandagieren muss. Okay, die verdreckten Bandagen muss man wahrscheinlich austauschen, ne? Die muss man waschen. Waschen, ja. Hab ich denn überhaupt Bandagen? In dem kleinen Haus hier ist eine Küche, oder was? Tür ist geschlossen. Du. Oh, warte, ich rüste mal meine Axt aus. Die geht aber durch kaputten, das weißt du. Dann würde ich es lieber nicht machen. Die Axt? Ja, die geht kaputt, die musst du reparieren. Ja, aber wir machen jetzt erst eine Pause. Wir gehen ins Gebäude und machen erstmal eine Pause, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Hier oben ging's rein, wo seid ihr? Seid ihr schon hochgegangen? Ich sehe dich, nee, ich laufe hinter dir. Okay, oben war der Eingang auf jeden Fall offen. Hier rechts ist eine Tür, können wir gerade noch checken, ob die aufgeht. Kann man mal reingucken, was so drin ist. Ja, die geht auch auf. Das ist alles Werkshalle. Und hier unten ist, glaube ich, der Wasserspender in dem Raum hier. Ah, das ist cool. Ah, hier ist die Kantine. Ja, hier ist der Wasserspender. Ja, komm von rein. Oben, oberhalb ist die Tür. Ich seh's. Und dann mach die Tür hinter dir zu. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier erstmal Wasser kriege. Hey, hier sind Süßigkeitenautomaten. Ja, da ist aber, glaube ich, nichts mehr drinne. Das ist schon alles geplündert, ne? Na, Chips waren da drinne. Ja. Und mehr nicht. Und irgendwann Hacksteak oder sowas war da auch noch drinne. So, jetzt muss ich eine Bandage machen erstmal noch schnell. Irgendwo war gerade was drinne. Das habe ich gesehen. Oder? Oh, ich kann die Mikrowelle einschalten. Kann ich jetzt Fertiggericht fertig machen? Weil ich habe Hunger. Nein, das ist alles hier verkehrt. Ich muss ins Inventar und muss da Stoff zerreißen oder sowas, ne? Fertiggericht. Gefährlich, wenn umgekocht. Kann ich nicht jetzt das Handtuch zerreißen? Schade. Sehr geringe Verletzung, nicht geringfügig. Hammer, Holzklebe, Hose. Hose kann ich zerreißen wahrscheinlich, ne? Warte, ich hab noch
Ich habe 3 Hosen. Ja, ich kann die auch kaputt machen, ist egal. Ich habe jede Menge Stofffetzen. So, jetzt muss ich bandagieren. Da gehe ich wohin? Achso, die Stofffetzen muss ich haben, ne? Wo Stofffetzen? Da, ich habe 8 Stück. Rechter Oberarm. So, Blutung ist gestillt. Ich bin aber noch verletzt. Ich auch. Aber der Knochen ist schon weg. Das heißt... Schwere Verletzung habe ich allerdings. So. Hier rechts sind ja noch ganz viele Kisten. Hast du schon alle durchsucht? Ja, ich war in diesem Teil, glaube ich, noch nicht so sehr. Das müssen wir jetzt... Aber wir machen jetzt erst eine Pause. Genau. Feuerzeug. Gut. Fahren. Dann würde ich sagen, ne, wer war dran? Ich war dran. Gut. Dann würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.